Und hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Pokémon Heart Gold No XP Challenge. Wir sind hier bei der Arena-Leiterin, wo die ersten Minuten abgeschmiert sind. Und ich natürlich gespeichert habe. Wir sind auf eine Leuchtung gegangen, haben Medizin abgegeben, bla bla. Haben die Vortrainer nicht besiegt, weil sie schon besiegt sind. Und wir werden jetzt mit unserem wunderschönen Team hier erstmal die Arena-Leiterin machen. Danke für deine Hilfe im Leuchtturm, aber wenn du gegen mich kämpfen willst, mache ich es dir deshalb nicht leichter. Ich möchte mich noch einmal vorstellen. Ich bin Jasmin, die Arena-Leiterin. Die Pokémon, die ich einsetze, gehören alle dem Typen Stahl an. Katsching! Hast du von diesen Typen schon gehört? Diese Pokémon sind eisenhart, bleibt immer kühl und berechend und haben einen messerscharfen Verstand. Sie sind echt stark. In Ordnung, das ist meine voller Ernst. Glaube ich nicht. Ist egal. Dann, wir kämpfen gegen Jasmin. Wir sind, glaube ich, ein Level unter ihr. Vom Level-Niveau. Glaube, das war ein Level. Ist egal, wir gehen jetzt noch mal. Na komm, der kommt. Na komm, nee, komm, speed ich den nicht. Ist natürlich ein One-Hit auf Magnetilo, da, ja, vier Verstechen und so. Ist halt nicht super, Rating. Da kommt Stardust. Das Problem, das können wir mit Shadowrot nicht machen. Oder mit Lord. Heißt ja nur Lord hier. Muss ich mit Mike männlich kämpfen. Ach, wir sind ganz knapp unter ihr Niveau. Fünf Level gerade mal. Immerhin noch besser als bei den anderen Arenen, aber immerhin auch auf Level Niveau fast. Solider Tool. Oh fuck, fick dich, Citrusbeere. Fick dich. Okay. Solider Sweet KO. Aber die heilt ja oben. Scheiß Citrusbeere. Das wäre ein solider Tool KO gewesen gegen sie, aber nein. Jetzt ist sie im Roten. Oder es ist doch ein solider Tool KO einfach. Weil man sich gerade was so denkt, so. No! Mal töten. Jetzt habe ich keine Lust mehr drin zu bleiben. Gehen wir wieder auf Lord. Ich glaube, das ist der kürzeste Arena-Leiterkampf, den wir je hatten. Gut, ich kann mich nicht mehr daran erinnern, wie lange wir für die Geisterarena gebraucht haben, aber ich glaube, da hatten wir. Oh, natürlich geht Lebensschuss daneben. Ja, komm. Wir wissen, wie der Kampf jetzt ausgeht. Ultraschall, Lebensschuss in the face, tot. Wuhu, haben wir mal gewonnen. Und du bist beeindruckt. Danke. Du scheinst der bessere Trainer für uns beiden zu sein. Das gilt sowohl für dein Geschick als auch für dein Feingefühl. Ich überreiche dir mit der Regel der Liga diesen Orden. Den Stahlorden. Oh yeah. Wenn du den Stadion besitzt, gehorchen dir Pokémon bis Level 70. Und ich krieg Eisenschweif. Wuhu. Wozu einer deiner Pokémon lernen kann? Das ist komisch. Aber, YOLO. Wir gehen jetzt weiter. Wir tun Garados wieder nach vorne. Mit Zieren fliegen wir erstmal nach. Magaronia-Thee. Weil da möchte ich gerne jetzt Team Rocket für dich machen und dann muss ich überlegen, ob ich die Arena noch anfange. Gut. Muss ich gucken, was wir in den nächsten Part machen werden. Vielleicht die Arena. Weiß ich gar nicht, ist die dann offen schon, nachdem ich Team Rocket von hier vertrieben habe? Ich weiß es gerade gar nicht. Aber wenn, ist egal. Wir gehen jetzt einfach in dieses mysteriös aussehende Gebäude. Dragoran, die Hyperstrahlung. Cheetah, Dragoran entwickelt sich erst 55. Wo bleibst du denn bloß? Es ist wie ich mir dachte, dieses seltsame Radio-Event stammt von hier. Da. Und hier haben wir die Treppe.
Gut, wir sollten uns aufteilen, um diesen Ort zu erforschen. Ich bilde die Vorhut. Oh, traurig. Dann gehen wir weiter. Und natürlich sind hier auch schon wieder ihre Augen leuchten rot. Fühlt sich an, als ob eine Art beobachtet wird. Es kann ja unmöglich wahr sein. Oh, puh. Was ist das? Unglaublich. Es ist. Oh mein Gott, es leuchtet rot. Ein eindringender Alarm. Langweilig. Aber weil es ein Team Rocket Triple ist, ist es jetzt auch nicht so interessant, den Kampf mit voller Leidenschaft mitzuerleben. Bis tot. Mein Gott, ein Zubat. Reicht ein Drachenrot? Na, schade gerade so nicht. Okay, Drachenrot. Uhu, der Kampf war überhaupt spannend und überwältigend. Ich bin der Nächste, du wirst mir nicht entkommen. Und ich weiß nicht, ob er es genau gesagt hat, aber es wird wahrscheinlich ungefähr so sein. Reicht eine Drachenrot bei Level 16 aus? Ja. Okay. Und bei Radfahrt Level 18. Oh, okay. Ich glaube, bei Hilfslimer wahrscheinlich nicht, oder? Oh, okay. Gut, können wir uns merken. Den ersten Typen können wir mit, müssen wir normal angreifen. Und den zweiten können wir mit Drachen gut finishen. Wir sammeln ein bisschen Geld hier. Es sind immer die gleichen, die kommen von den Pokémon her. Jetzt ist es egal. Wir können die Alarmanlage ausmachen, aber wir kriegen halt 700 Pokémon, oder? Und man weiß schon, wie Geld und so. Aber Problem ist, dass wir nicht so viele Drachen gut haben, um den zweiten Trainer eben fertig zu machen. Na, ist egal. Ob Biss oder Surfer ist ja eigentlich egal. Da kommt der nächste. Ja. Es ist unglaublich, was hier alles passiert. Aber habe ich irgendwas zu erzählen? Gerade. Eigentlich nicht. Ich habe meine Prüfung zu Ende. Juhu! Nach 2 Wochen Stress habe ich jetzt endlich wieder Freizeit zum Aufnehmen. Weil das ist hier noch schon gegen Ende Mai. Jetzt, wer das Infovideo mal geguckt hat, der weiß ja, ich habe ja gesagt, bis Mai kommt nichts bis Ende Mai. Man muss sich jetzt gucken, vielleicht nehme ich mal wieder was auf. Vielleicht TTT. Wird noch ein Infovideo dazu kommen, vorher noch, was ich machen will. Schon gesagt, ich habe ja jetzt Livestream-Tests gemacht und so. Ob ich währenddessen Livestream werde, ein Livestream-Let's Plays mache, so ein bisschen Challenge-mäßig. Vielleicht. Na, muss ich mal gucken. Ich wollte ihm das mit der Community zusammen machen. Oh Gott, der hat 4 Radfratz oder was? Wow. So viel Radfratz. Wow. Ich bin am überlegen, sollen wir die Statuen ausmachen? Das ist mein Geld. Könnten den Rechner anschalten, statt ihn ausmachen. Damit kommen, würden die nervigen Leute nicht mehr kommen. Aber es ist wiederum Geld. Einfach Surfer. Wir sind sowieso aktuell über den Level-Schnitt. Finde ich in Ordnung, mal nicht bei jedem Trainer Angst zu haben, dass man theoretisch ran verrecken könnte. Oh, das erinnert mich immer noch an meine ersten XP-Challenge. Bin ich an einer Krankenschwester krepiert. Einer Krankenschwester. Dieses scheiß Ohr habe ich nicht platt bekommen. Ich glaube, das konnte mein Steck. Da sind noch so viele Statuen. Na komm, schalten wir aus. Komm. Ich habe keine Lust, die ganzen Trainer zu machen. Ein Geheimschalter, ja, na. Okay. Klick. Oh, jetzt sind nämlich die Schubilikat-Statuen auf Blau, dass sich keiner fragt,
Warum sind denn die ganzen Überwachungskameras aus? Wahrscheinlich haben wir Feierabend. Es ist auch kein Mensch fragt hier. Wie kann es passieren, dass die ganzen Überwachungsanlagen aus sind? Hi Siegfried. Alles in Ordnung bei dir? Deine Pokémon sind ziemlich angeschlagen. Komm, ich gebe dir etwas von meinem Trinken ab. Das muss echt teuer sein, wenn ich darüber nachdenke. Los geht's, lass uns vor Pokémon Bestes gehen. Denn zu Elixiere und so, die kriegst du halt nicht so, ne? Ist jetzt nicht so häufig am Arsch geschoben. Du bist wirklich ein Quillegeist. Ja. Das höre ich nicht zum ersten Mal in Pokémon spielen. Insbesondere wenn es so langweilig gerade ist, wenn man überlevelt ist. Ich freue mich ja schon auf die Achterarena. Wenn wir uns zwischen der jetzigen Aufnahme und bevor wir die Achterarena machen, werden wir noch Raikou und Entei fangen. Damit wir ein bisschen Verstärkung im Team haben, weil die kommen sowieso jetzt erstmal. Ich brauche irgendwas für die Liga. Boho allein mit Rotes Garados ist halt nicht so gerade die Kombi schlechthin. Warum macht die Siegfried eigentlich nicht? Gottes Namen, warum Siegfried? Warum lässt du mir alle Vortrainer noch übrig? Du bist die scheiß Vorhut, du hättest die Nachhut bilden können. Nein. Ja, Siegfried, erzähl mir mal was Schönes. Gut. Um die schließen wir uns an einer Tür zum Transmitterraum zu entriegeln. Boston brauche es ein Simprobe einer ganz bestimmten Person. Und zwar die von Team Rocket Vorstand, die dann da. Ich könnte herausfinden, dass er sich im Bosszimmer versteckt hat. Allerdings lässt das Bosszimmer sich ebenfalls nur mit einem Passwort betreten. Dann mal los, gut. Zuallererst müssen wir uns das Passwort des Bosszimmers beschaffen. Habe ich schon mal Boss erwähnt. Hallo. Oh, diese Typen sind einfach viel zu stark. So stark, dass ich alle Geheimnisse Bosszimmers betrachte. Nur habe ich nur das zwei Passwörter nötig sind, um das Bosszimmer zu betreten. Das habe ich ihnen nicht verraten. Nur. Hallo. Früher habe ich für Sif gearbeitet, aber nun leite ich Team Rockets Forschung. Ein Kind wie du, das sich überall einmischt, hat doch Klaps verdient. Das hat er jetzt nicht gesagt. Was hat er jetzt nicht gesagt, dass er mir einen Klaps geben will? Mike? Mach mal tot. Das geht gar nicht. Ah, scheiß Bedroher-Surfer. Wuhu. Smuggeln wohl besiegt und das nächste kommt auch noch. Gib mir dein Taschengeld. Ich bin mal überlevelt. Hallo. Du warst, glaube ich, der mit dem ersten Passwort. Ertan. Ich bin eigentlich die ganze Zeit nur Surfer. Na, okay. Normaler Playthrough halt. Einfach Surfer spam. Na, bei dir mal bis. Reicht ja nicht mal. Okay, nur mal bis tot. Wuhu, bis tot. Da müssen wir jetzt überlegen. Die hat uns. Oh fuck, hat die uns jetzt das Passwort verraten? Ich weiß, dass es Fleckmon-Route und Radikal-Route ist. Das Passwort zum Beruf vom Boss ist Fleckmon-Route. Aber allein ist es nur zu finden. Du benennst es zwei Passwörter. Das ist halt. Ich habe mir im Lösungsbuch aufgeschrieben von Hardgold und Soulsilver. Nicht von Hardgold und Soulsilver, sondern von Gold und Silber. Ich habe ja die Lösungsbücher bis zur vierten Generation alle. Weil, ja. Falls ich was verpassen sollte, dann habe ich das Lösungsbuch und Surfer ist tot. Schade, bevor du dich verwandeln konntest, war es bestimmt dort. Was auch, glaube ich, lustig. Ich weiß, dass ich ab diesem Zeitpunkt mein Inventar zu voll hat. Muhaha, du forderst mich zu einem Kampf raus. Pah, du bist dumm, aber du hast Mumm. Die Mischung gefällt mir, falls du mich besiegst, bereite ich dir den Einpasser für das Büro vom Boss.
Noch nichts zu trinken bei mir. Katika! Auf gut Deutsch einfach Surfer Spam. Ich sehe hier keinen Unterschied zwischen. Normal. Aktuell. Jetzt hat er uns das zweite Passwort. Das ist Radikalroute. Passwort ist Radikalroute. Aber du brauchst beide Passwörter. Habe ich aber leider schon. Und die haben einen speziell. Bin noch mal überlegen, ob wir vielleicht für die Liga X-Items nutzen. Gold, please. Auch vernünftig. Ich bin noch nicht sicher. Wow, Übernahme wird verkauft. Gucken wir mal mit 15 Minuten. Ich glaube noch 3-4 Trainer sind es jetzt noch. Und dazu gehörst du. Ein Kind, ich mach das zwar nur widerwillig, aber ich muss dich ausschalten. Nein! Du darfst mich doch nicht ausschalten. Ich hab doch dann keine Chance gegen. Oh, sorry. Das muss das sein. Weil ich so aufgeregt bin, dass du mich aufhältst. Oh, da habe ich sogar noch mit. Ey, überleg mal. Wir haben jetzt so viele Trainer besiegt und wir haben bis jetzt immer noch keinen Schaden bekommen. Ach, unsere AP sind langsam aus. Gehen langsam weg. Das ist nicht so schön. Hier kriegen wir die TM. Keine Ahnung, aber was Raub. Team 46 Raub. Was mich auch noch ein bisschen aufregt, ist, dass halt bei der No XP Challenge die TM-Ausfall ein bisschen geringer ist. Weil man hat ja hier nicht unendlich viele TMs. Was hast du denn nun schon wieder hier verloren? Puh, du musst ja wirklich mächtig auf das Team Rocket Nullten abfahren. Aber egal, vielmehr interessiert mich dieser Drachenberuf. Meine Pokémon waren keine Gegner für ihn. Die Niederlage an sich ist mir Schnuppe, wenn ich erstmal ein paar stärkere Pokémon habe, verliere ich bestimmt nicht gegen ihn. Was mich nur wurmt, ist das, was er mir gesagt hat. Er sagte, dass ich meine Pokémon nicht ausreichend liebe und ihnen nicht vertraue. Was ein lauwarmer Schluck Wäsche. Ich könnte mich in den Hintern beißen, dass ich gegen eine solche Memme verloren habe. Und für einen Moment. Und für einen Kampf gegen dich habe ich so keine Zeit. Oh. Hat keine Zeit für uns. Ein Hyperball. Wie kann er es nur wagen? Jetzt ist mal hier. Flagmon Radical Rudy. Willkommen in meine Versteckblut. Was du willst wissen, wer ich bin? Ich bin der große Giovanni. Oder doch nicht? Ich sehe nicht aus wie Giovanni. Wir sehen uns nicht ähnlich. Verflixt! Dabei habe ich mir doch solche Mühe gegeben und geübt. Ich bin Team Rocks Vorstandsmitglied Lambda. Du dachtest wohl, du könntest dich in den Transmitterraum einstechen, aber du dich verzettelt. Das Zimmer wird nämlich durch ein besonderes Passwort geschützt. Und dieses Passwort lautet Lang Lebe Giovanni. Hä? Jetzt bist du bestimmt baff, dass ich es einfach so verraten habe. Aber das macht überhaupt nichts. Denn du kannst damit nichts anfangen. Wenn mein Passwort nämlich nicht mit meiner Stimme aufsagst, hört die Tür sich kein Zentimeter. Oh mein Gott, das ist unglaublich, bla bla. Ich bin Protagonist, ich kann alles. Kann man schon trinken, weil diese Aufregung von aktuell. Wie schon gesagt, 8. Arena wird etwas schwieriger. Aktuell ist, glaube ich, easy going. Ist bei der Null XP Challenge immer so, ab dem man starke Pokémon fangen konnte. War ja auch bei der Schwarzen. Es ist immer so, ab einem bestimmten Zeitpunkt kannst du dir dann starke Pokémon fangen.
die dann fast bis zur Liga nicht gelevelt werden müssen. Ist schon irgendwie traurig, dass man das Spiel theoretisch auch ohne einen einzigen Erfahrungspunkt durchspielen kann. Aber auch sehr interessant, dass die Entwickler das sogar so geschickt. Oh, meine Nase. Boah, ich muss gleich niesen. Oh, wow, das Radikal ist sogar schneller als wir. Oh, fu. Entschuldigung. Oh. Unser erster Schaden hier. Na gut, der erste nicht. Oh, ne, ich muss mal kurz posten. Bis gleich. Ah, das sind wir auch wieder, nachdem ich mir kurz die Nase putzen muss, weil, boah, das war schlimm. Vor 3 Jahren löste unser Anführer große Giovanni Team Rat auf und verschwand. Doch ich bin sicher, er hat irgendwo nur auf seine Chance für ein Comeback. Die Niederlage gegen dich ebenfalls jetzt nicht, überhaupt nicht. Denn ohne meine Stimme kannst du nur die Tür des Transparenz zum Öffnen versuchen, bis du schwarz wirst. Lange aber Giovanni. Das kann man gesagt, Lambas Stimme perfekt imitiert. Könnte das etwa. Was für ein Zufall. Hätte man das Grammix nicht so laufen lassen können, dass er einfach kein Teil ist und einfach durchs Schwarz geht. Nein. Jetzt müssen wir Long Lobo Giovanni. Long Lobo Giovanni. Ja, das ist ein sehr interessanter Dialog. Und dieser Weg ist auch nicht unnötig lang gezogen. Warum gibt es keine dimensionale Krümmung hier? Hallo. Long Robert Giovanni. Naja. Gehen wir weiter. Ich habe das Gefühl, dass dieses Krammux irgendwas mit der Story zu tun hat. Long Robert Giovanni. Long Robert Giovanni. 3 Stunden des Krammux. Mit exakt derselben Stimme wie Lamba heraus. Das Sprachsteuerungsschloss öffnet sich. Jetzt können wir, sind wir voll krass Protagonisten. Stehen geblieben. Auch wenn ich Frau bin. Wenn wir zulassen, dass sich ein Borg wie hier so aufspielt, wird der Ruf von Team Rocket dadurch immer mehr Schaden nehmen. Das wäre nicht nur Schade, sondern eine Schande. Und genau deshalb werden wir hier langsam mal Schlussstrich ziehen. Du magst nur. Noch so stark sein, wenn du es mit uns beiden gleichzeitig zu tun hast, ist das auch für dich das Ende der Veranstaltung. Sieh es ein. Tut uns leid, jetzt wirst du zermalen. Augenblick mal. 2 gegen 1, findet ihr das nicht auch recht reichlich unausgewogen? Aber was erwarte ich schon von Team Rocket? Ihr lebt ja von solchen Tricks. Es tut mir wirklich leid für euch, aber ich werde euch. Werde auch in diesem Kampf teilnehmen. Tegel! Wenn du nicht alleine, das passen mir gar nicht. Ihr Frechdrücken, lasst euch von Giovanni's Vertreterin 1 gesagt haben. Ihr werdet noch früh genug erfahren, was mit Leuten geschieht, die sich Team Rocket in den Weg stellt. Oh mein Gott, das ist ja voll spannend und überwältigend und. Wird auf keinen Fall ganze Zeit im Surfer Spam und ein paar Runde 40 Cheater, jetzt wird sich erst 55, aber egal, Surfer. Mein Gott, das ist jetzt einfach Donner. Hätte ich auch Biss einsetzen können. Vamos. Einfach weiter Surfer einsetzen. Hör auf, Fliegen einzusetzen. Das Kramus ist tot. Ich hoffe, du hast auf Doofloff-Ding eingesetzt und nicht auf Slimer. Warum, Dragogran? Warum? Das hat ja gar nichts abgezogen. Einfach mal Drachenblut. Ja, Drachenblut hat schon ein bisschen mehr abgezogen. Ich sag jetzt einfach, Fliegen will daneben gehen. Dort. Oh, schade. Team Rocket auf zu jungen Forschungschaft. Oh, der Typ, der nichts zu sagen hat. Wie traurig. Ach, und wenn es schon jetzt für unser Sinne-Experiment geblieben ist, können wir das
mich nicht, du hast ja versteckt gehört. Unsere Sache ist sehr viel größer als das alle hier zusammengenommen. Du wirst schon sehen, vor Team Rocket nimmt man sich lieber in Acht. Sieh diesen Tag mit Freunden entgegen. Oh. Ich will aber nicht zu den Freunden. Nimm mir nicht übel, Blut. Du hast dich eben so ins Zeug gelegt, dass ich mich erstmal zurückgehalten habe. Na gut, jetzt müssen wir nur noch das letzte Signal stoppen. Diese Maschine ist an allem schuld, aber ich finde nirgendwo einen Schalter. Da gibt es nur einen Ausweg, wir setzen die Elektroball außer Gefecht. Danach sollte auch dieses seltsame Signal nicht mehr gesendet werden. Für diese unschuldige Elektroball tut es mir natürlich leid, aber uns bleibt aber keine andere Wahl. Blut, ich kümmere mich auf die rechte Seite und du übernimmst die linke. Lala, vielleicht nicht mit Garados. Aber ich glaube, mit Garados wird es ein bisschen schwierig gegen Elektro-Pokémon. Die Elektroballs könnten wir theoretisch fangen, aber es lohnt sich jetzt im Endeffekt nicht so. Weil 23 ist jetzt nicht so das Level für ein Pokémon, das man bräuchte. Weil wir fangen ja jetzt auch jetzt schon langsam an, auf die 40 hinauf zu gehen. Mit dem Level-Niveau. Und wir fangen ja auch bald Raikou und Entei. Also bringen die Pokémon sogar noch weniger. Und gerade Schreiber ist sogar was Schlaues. Wenn du jetzt Finale oder so einsetzt, könnte es sogar sein, dass mein Pokémon drauf geht. Na, das setzt vom Sprung ein, also bis sofort. Weiter. Elektroballot. Kreideschrei ist immer noch sehr schlau. Oh, das Lichtschild ist auch sehr schlau, aber weil der Kapian ist ja auch nicht mehr nötig. Ich war schneller fertig. Kacknoob. Spasti. Endlich ist dieses seltsame Signal verschwunden. Damit sollte mit der See nun auch wieder alles beim Alten sein. Das haben wir alles dir zu verdanken. Lass mich dir im Namen aller Pokémon danken sagen. Ach ja, hier nimm das doch bitte. Das habe ich vorhin gefunden, aber ich habe keine Verwendung dafür. VM05 Kaskade, oder? Bring das Pokémon bei, um sich selbststürmische Gewässer zu überqueren. Aber ohne den Orden aus der Arena von Magellan ist mir das nicht gelingen. Aufgepasst also. Gut, man sagt, dass der Weg zum Pokémon-Champ sei hart und stein. Willst du es dennoch versuchen? Oh, aber ja, du hast völlig recht. Wer es so leicht aufgeteilt hat, wohl auch nie vor, seinen Traum zu verwirklichen. Also dann, bis irgendwann, Sprosti. Okay, das war's jetzt auch von dem Part. Wir werden leider wahrscheinlich, lass mal Beutel gucken, wer kann den Whirlpool? Ja, wahrscheinlich die Wasser-Pokémon. Whirlpool, einer der noch unnötigeren TMs als sonst noch irgendwas. Oh, Corazon. Herzlichen Glückwunsch, du kriegst Whirlpool. Ach, Heilung brauchst du nicht. Und ich würde sagen, das war's auch im Part. Wir sehen uns im Pokémon Center wieder. In Magaluna City. Und wir fangen dann im nächsten Part, glaube ich, mit der oder? Mit den Lechis. Ich glaube, wir machen die Lechis als nächstes dann. Oder ich guck noch. Wir sehen uns im nächsten Part. Bis dahin. Tschüss.